Your existence. Deine Existenz. Du bist eigentlich eine sexuell übertragene Krankheit, weißt du? Es ist die Grundlage des Lebens, deshalb wird man geboren, will ich sagen. Not your sexuality, somebody else's. Nicht deine Sexualität, sondern die von jemand anderem. Nun, daraus sind wir geboren. Sollten wir damit enden? Das ist die Frage. Es geht nicht um richtig und falsch. Es geht nicht um Moral. Es geht um die begrenzte Natur dessen, was es ist. Willst du für immer darin feststecken? Oder möchtest du denken, das ist alles schlecht, ich will das nicht anfassen? Nein. Ich würde sagen, für wenigstens 30-40% der Menschen ist es nur eine vorübergehende Sache in ihnen. Aber wegen der sozialen Kultur glauben sie alle, sie müssen in diese Richtung gehen. Es mag weitere 30-40 geben, für die es ein sehr zwanghaftes Bedürfnis ist. Weitere 30-40%, sie sind Mittel. Sie sind wie, sie brauchen es, aber nicht so zwanghaft. Das ist die Natur der Bevölkerung. Ich sage das mit einem gewissen absoluten Wahrnehmungssinn in dieser Sache. Nicht jeder ist ständig darauf aus, aber die Gesellschaft kultiviert sie heute, kultiviert sie so, wenn du es nicht bist, bist du nicht normal. Was du eigentlich sagst, ist, alle Yogis der Vergangenheit waren nicht normal. Gautam Buddha war nicht normal. Niemand war normal, außer diejenigen, die auf den Pornoseiten sind. Niemand ist normal. Nein, das ist ein stark übertriebener Sinn für Körperlichkeit. Es gibt einen physischen Körper. Er ist ins Leben gerufen worden, nur wegen der Sexualität von jemandem, nicht wahr? Sex als grundlegender Instinkt im Körper ist also eine Sache. Dass es sich in deinem Kopf aufhält, ist eine andere Sache. Das geschieht aufgrund eines bestimmten Niveaus der Kultur um dich herum. Das geschieht, weil jemand dir gesagt hat, dass es eine Sünde ist, du solltest nicht daran denken. Es ist nur, dass es eine würdige Art und Weise gibt, es zu tun. Dafür haben wir Institutionen geschaffen, wir haben ein gewisses Maß an Verbindlichkeit geschaffen, weil es ein grundlegendes Bedürfnis in einem Menschen gibt, jeden Aspekt unseres Lebens mit einem gewissen Sinn für Ästhetik zu gestalten. Andernfalls werden wir uns wie Tiere fühlen. Schau, wir essen. Wir können so essen. Wenn du sehr hungrig bist, wirst du wie ein Tier. Wenn du 5 Tage lang nicht gegessen hast, wirst du so essen mit beiden Händen. Wie, hast du gesehen, wie ein hungriger Hund ist? So. Ein Mensch wird sich auch so verhalten. Wenn das Bedürfnis so wird. Nun, dasselbe, aber jetzt lernen wir richtig zu sitzen. Wenn du sehr hungrig bist, Sahana. Ein Brahmachari sagt dir seine Lungenkraft. Du würdest 3 Aums gemacht haben in der Zeit, in der er mit einem fertig ist. Weil, wenn etwas für dich sehr nötig ist, wenn du nur 2 Minuten wartest, wirst du sehen, dass das, was zwanghaft ist, bewusst wird. Essen, Sex, Schlaf und Tod. Das sind 4 Dinge, die zwanghaft sind. Which are compulsive. A human being
Der Mensch unterscheidet sich von der tierischen Natur einfach, indem er diese Aspekte des Lebens ebenfalls bewusst gestaltet. Das ist, wenn du diese Dinge tust wie jedes andere Lebewesen auf dem Planeten, wirst du, sobald du so jemanden siehst, sagen, er ist wie ein Tier, nicht wahr? Instinktiv gibt es also eine gewisse Zwanghaftigkeit. Aber du hast eine Intelligenz, die dich bewusst machen kann und diesen Aspekt des Lebens bewusst gestalten kann. Wenn du das nicht tust, dann siehst du jeden Tag, du hörst von Vergewaltigungen und Brutalität und allen möglichen Dingen. Es ist das gleiche Verlangen, das er hat, das jeder andere Mann auch hat. Aber er kann es nicht auf eine ästhetisch korrekte Art, auf eine würdige Art gestalten, sodass seine Zwänge seine Intelligenz überholen. Das Erste ist also, lass diesen Unsinn darüber, dass es eine Sünde ist, dass es falsch ist, Moral. Das ist nicht der Punkt. Die wichtige zu verstehende Sache ist die begrenzte Natur dessen, was es ist. Es gibt viele Leute, die nicht aufhören können zu essen. Hallo? Es ist einfach, eine gute Sache mit dem Essen ist, wenn du nicht aufhören kannst zu essen, wird es sofort von jedem bemerkt, auch wenn er dich nicht essen gesehen hat. In ähnlicher Weise gibt es einige Leute bezüglich Sexualität, es gibt Menschen, die überall einschlafen, wo sie auch sind. Satsang ist ein guter Ort. Das passiert, es ist in Ordnung. Also, das ist die grundlegende Sache. Diese Grundinstinkte, die wir in unserem Körper haben, Essen, Sex, Schlaf und Tod, wenn du diese vier Dinge bewusst gestaltest, das ist, wenn du ein Mensch bist, einschließlich den Tod, sage ich. Das ist, wenn du ein echter Mensch bist. Andernfalls ist es ein evolutionärer Fehler. Was kann ich also tun, Sadhguru? Das ist Evolution. Nein, nein. Das ist die ganze Sache. Sobald du ein Mensch geworden bist, ist Evolution eine Wahl. Wirst du dich weiterentwickeln oder wirst du nicht? Als du ein Affe warst, hast du dir nicht ausgesucht, menschlich zu werden. Aber sobald du ein Mensch geworden bist, welche Art von Mensch ich sein möchte, ist deine Wahl. In einem bestimmten Moment der Zwanghaftigkeit denkst du vielleicht, ich habe keine Wahl. Nein, du hast die Wahl. Du hast nicht gelernt, wie du diese Wahl ausüben kannst. Noch immer sind Instinkte da, aber du kannst sie nach deiner Wahl gestalten, nicht durch Zwanghaftigkeit. Das ist der Unterschied. Ihr alle seid durch Sex geboren, aber solltet ihr dafür leben, für den Rest eures Lebens, das ist eine Wahl. Das ist eine Wahl. Es ist ein Element deines Körpers. Es ist nicht das Ganze davon. Es ist ein Element dessen, was du bist. Es ist nicht die Gesamtheit dessen, was du bist. Im Grunde ist es eine Sehnsucht. Das, wonach wir uns sehnen, kann transformiert werden, nicht wahr? Als Kind hast du dich nach einer Pfefferminze gesehnt. Als du erwachsen wurdest, sehntest du dich nach etwas anderem. Jetzt bist du ein junger Erwachsener, du sehnst dich nach etwas, aber die Sehnsüchte ändern sich ständig, nicht wahr? Diese Sehnsucht, wird sie sich ändern durch die Zwänge der Zeit? Oder wird sie sich aus einer Wahl heraus ändern, durch bewusste Wahl? Es geht nicht darum, du musst dies aufgeben, du musst das aufgeben, du musst wie dies werden, du musst wie das werden. Auch dafür gibt es Wege. Dass jemand, der transzendieren möchte, transzendieren kann, es ist kein Aufgeben. Wenn du transzendierst, wirst du frei von allem. Aber das Wichtigste ist, sogar wenn du drin bist, bist du eine bewusste Wahl oder bist du ein zwanghaftes Tier? Das ist der springende Punkt, denn der wesentliche Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier ist, sie sind eine instinktive Reaktion auf das Leben. Wir sind eine bewusste Antwort auf das Leben. Übe das. Es ist in Ordnung. Du musst dich nicht schuldig fühlen. Oh, ich bin sexuell getrieben, also bin ich nicht spirituell. Du bist getrieben, also kannst du es zu einem spirituellen Prozess machen.
anstatt getrieben zu werden, wenn du zum Fahrer wirst, das ist der spirituelle Prozess. Willst du von etwas getrieben werden oder willst du der Fahrer sein? Wenn du der Fahrer bist, ist das der spirituelle Prozess. Namaskaram.